I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. What? How you laugh at things I hate about myself that no one knows. A cup of tea. Nein. Er hat sich schon umgedreht. Stopp's. Why do I get so nervous when I look into your eyes? And butterflies can't stop me falling for you. Darling, this is more than anything I felt before. You're everything that I want, but I didn't think I'd find someone who was worth the wait of all the years of heartbreak. But I know now I found the one I love. Guck mal, die heulen dann. Why do I get so nervous? Butterflies can stop me falling for you, yeah. And darling, this is more than anything I've felt before. You're everything that I want, but I didn't think I'd find someone who was worth the wait of all the years of my heartbreak. But I know now I found the one I love. Was ist hier los? Was ist hier los? Hi. Gratulation! Vierer Buzzer! Vierer. Yeah, genau. Verrat uns, wie heißt du, wie alt bist du, woher kommst du? Also, ich bin der Marvin, ich komme aus Wiesbaden und ich bin 15 Jahre alt. Das war spektakulär. Danke. Ja, das war der Hammer, unglaublich. Das ist geil, oder? Unglaublich. Ja. Marvin, erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du zum Singen gekommen? Ist es das erste Mal auf der Bühne für dich? Also, ich mache Musik eigentlich schon immer. Ich hatte auch schon ein paar Auftritte, auch schon so etwas größer für mich, so Dorffeste zwar, aber 50 Leute. Ja, ist gut. Marvin, ich denke mal, dass du nach dieser Performance aus diesem kleinen Kosmos wahrscheinlich raus bist. Alleine hier schon 200 Leute im Studio sitzen, Millionen, die zu Hause zuschauen. Ich glaube, das Publikum ist so groß, das kannst du dir vielleicht noch gar nicht ausmalen, aber danach wird es eine Riesenwelle schlagen und dann werden weit aus mehr als 50 Leute wahrscheinlich zu deinen Konzerten kommen. Also wirklich, Marvin, du hast uns alle umgehauen. Es war eine bombastische Auftritt. Danke, danke. Ja, ja. Ich habe mich relativ schnell umgedreht, weil ich dir das am Anfang so wahnsinnig abgenommen habe. Du hast gesungen und ich habe mich direkt angesungen gefühlt, trotzdem ich umgedreht war. Und du hast mich richtig erreicht mit deiner Stimme. Und das war, ist was ganz Besonderes. Du hast ein Geschenk und das ist deine Stimme, das ist deine Stimmfarbe. Die ist so besonders. Also wirklich toll. Toll, dass du da bist. Toll, dass du da bist. Danke. Ist es überwiegend so Balladen? Also ich finde jetzt so als Erscheinung, so passt es sozusagen gar nicht zum Lied. Ne? Also ich liebe Balladen, aber ich kann auch abgehen wie eine Sau. Also sehr gut. Geil. Hast du Bock auf Instrumente? Ist ich habe auf alles Bock. Sehr gut. Musik ist alles. Also. Ja, abgehen wie eine Sau, hat Bock die auf alles. Richtige Einstellung, Mann. Am besten natürlich in meinem Team. Klar. Genau. Marvin, hast du denn Bock auf Herausforderungen? Klar, gerne, immer. Sehr gut. Ich muss auch mal Herausforderungen annehmen. Vielleicht setze ich mal kurz in meinen Stuhl. Ich gehe ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Vincenzo, Vincenzo! Hey, schön, dass du da bist, ey. War ein geiler Auftritt. Könnt ihr Traum spielen? Traum von Traum. Hey Marvin, was geht? Hey Vincenzo! Hey, schönen guten Abend! Geht, hallo Berlin! Alter, was geht? Ich kann mir nur vorstellen, wie es ist, als junger Mann hier auf der Bühne zu stehen mit 15. Ich meine, ich bin 28, ich bin stinkaufgeregt. Stinkaufgeregt? Ja, ich hab auch nie gehört. Marvin,
nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von hier. Smooth ist jetzt getan, mich ist Geld auf der Bank und ich hab noch freie Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Doch wenn du Spanisch machst, geh zu Alvaro, da kommst du nicht weit. Und alle anderen hier wären gern wie du. Aha, denn du singst wunderschön und gefährlich gut. Ey-o, und ich hoffe, dass du es siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob das jetzt sieht. Und Marvin, komm doch in mein Team. Sag, was muss ich tun, dass du mich hörst? Ich glaub, wir zwei können das gewinnen. Und sag, was muss ich tun, dass du mich hörst? Ich fühl mich so allein, bitte komm zu mir. Egal, was Lena schreit, geh nicht zu ihr. Ich kann's dir nicht versprechen, doch wir könnten das gewinnen. Also Marvin, bitte komm doch in mein Team. Wow! Du hast ja richtig was auswendig gelernt. Cool. Gar nicht schlecht, oder? Ich muss sagen, ich hatte vorher schon eine kleine Richtung, wo ich hin wollte. Hörst du mich an? Aber? Hörst du mich an? Einmal, kann ich einmal ein Klavier bestellen, bitte? Aber? Einmal, warte, das ist jetzt ein Fight. It's a fight. Nein, warte kurz. Vincent hat gerade was von Crow performt, oder? Lass doch Marvin erstmal ausreden. Warum musst du immer dazwischen funken? Ich kann auch was von Crow performen. Hey. Marvin, bitteschön. Okay, Lena. Hallo Marvin, freut mich. Easy. Ah. Hör ich jetzt schon. Yeah, baby, yo, yo. Marvin, willst du dich kurz auf meinen Stuhl setzen? Komm. Ja, gerne. Probier einfach alle Stühle aus. Ja, cool. Oh Gott, meine Hände, Alter. Ich hab's nicht vorbereitet. Marvin, wähl dein Team weise. Es ist nicht egal. Marvin, ich glaub bei den Fantas, da kotzt du im Strahl. Ich versuche mal was, okay? Weil ich finde, dass Musik, egal auf welcher Sprache, einfach ankommt. Und das will ich dir einfach kurz mal erklären. Yo me despisto con las nubes, pensando en tu corazón. Y la temperatura sube cuando te acercas tú, mi amor. Y está. Lass diese Verbindung aufbauen, Mann. Ich hatte richtig Bock.
Also, ich kann zwar kein Spanisch, aber ich hab's gespürt. Oh ja. Vincent finde ich toll. Bei Lena... Kenn ich. Was passiert? Was ist denn hier los? Auch eine wundervolle Stimme, aber der Song hat mich einfach nicht weggehauen. Das war... war leider nicht so viel dahinter. Also, vom Text her. Ey, Marvin, ohne Scheiß. Das war gerade der schlimmste Korb meines gesamten Lebens, Alter. Ich finde, in Verteidigung zu Lena, Lena hat es gerade improvisiert, ne? Das ist, Ich geh einfach schon mal Pipi machen, ihr könnt ja weitermachen. Entschuldigung. Ich war bei den Fandos noch nicht angekommen. Also, ihr habt total gutes Wissen, ihr seid lange in der Branche. Mit euch kann man nur lernen. Yes. Nur weiß ich nicht, ob da noch Musik dahinter steckt, die wo man richtig fühlen kann. Überleg dir mal, was du sagst, mein Lieber. Zieh auch die Schuhe aus. Raus! Wie kann ein Talent ein Frecher sein? Das habe ich noch nie gesehen. Der war gut. Nein, finde ich cool. Der hat Mut, der Junge. Ist okay. Kann man meine Platte sehen? Nein, sieht keiner. Also, ich habe jetzt ganz schön viel Ärger hier gemacht und ein bisschen zu viel gefrontet, aber ich mach's einfach raus. Ich gehe zu Vincent. Ja! Nein! Was ist da los? Was hat er nicht gemacht? Ein kleines Mitbringsel. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus bitte für Marvin in Team Vincent und in den Battles! Junge, du hast aber auch spannend gemacht, ey. Aber halt dir auch den Witz, ja? Und immer schön weiter die Fantas fertig machen. Das mach ich auch die ganze Zeit.